Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Cities in Motion. Ich bin der Player 1993.000 und ich begrüße euch. Wir müssen ja wieder natürlich weitermachen mit Cities in Motion und wir sind dabei stehen geblieben, dass wir eine Aufgabe übernommen. Und zwar sollen wir so eine Art Hotellinie übernehmen, die von diesem kleinen Wohngebiet hier rüber, wo diese kleinen beiden Markierungen sind. Hier seht ihr, hier ist dieses komische Haus, wo er wohnt oder was auch immer hier ist. Und hier ist dieses Hotel und hier sollen wir eine Linie hinbauen. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, wie könnte man das am besten machen. Da wir jetzt schon genug Busse machen, habe ich mir gedacht, bauen wir einfach eine Straßenbahnlinie. Ich weiß nicht, ob es so in Ordnung ist, dass hier eine Haltestellenfläche hinkommt und ob er das dann anerkennt. Das weiß ich nicht, das werden wir gleich sehen. Aber als erstes müssen wir natürlich die Gleise bauen. Ich habe hier schon ein bisschen angefangen, wir machen wahrscheinlich eine Art kleine Ringlinie. Das sieht doch gleich ganz schick aus, würde ich sagen. Dann fangen wir auch gleich an. Ja, schon irgendwie brennt es hier ein bisschen. Feuer? Wo? Feuer. Hier ist doch irgendwo Feuer. Na, ist ja egal. Interessiert mich auch nicht. Doch, da war doch nicht. Nee, doch. Ist ja egal. Ach, hier brennt es. Ah, ich würde mir empfehlen, die Feuerwehr zu rufen, oder? Hallo, Feuerwehr. Naja, wenn das jetzt. Es brennt aber. Interessiert ja auch keinen. Ist mir auch Schnuppe jetzt. Wir fahren bauen weiter. Wir waren, ich würde sagen, wir fahren hier los. So eine Art Mini-Straßenbahnstrecke. Also ich habe mir schon überlegt, die wird jetzt nicht direkt an der Hotel enden. Sondern wir machen das ein bisschen. Moment, müssen wir jetzt hier. Moment, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wo ist denn jetzt das Hotel? Ich habe das gerade so schon geplant. Du bist wieder halt weg. Kann ja sein. Ich bin auch wieder so vergesslich. Hier ist doch dieses Konzept. Ah, wo sind jetzt unsere Straßenbahnen? Hier. Ah, also doch. Also jetzt weiß ich. Also wir fahren denn mal, würde ich sagen, hier lang. Über die schöne große Straße entlang, damit wir auch bloß nicht. Im Straßen ist ja immer so schnell, entsteht ja immer so schnell ein Stau. Deswegen fahren wir einfach mal hier lang. Auch über den Markt hier, weil hier fährt nämlich noch gar nichts lang. Ist auch mal ganz gut, wenn hier mal ein Bus oder überhaupt irgendwas hinfährt. So, dann würden wir hier lang fahren. Hier rüber. Und dann hier ist doch dieses schöne Hotel. Hier sind wir also. Und dann habe ich mir noch Folgendes überlegt. Hier endet natürlich die Linie nicht, das wäre ja viel zu kurz, ne? Das klingt logisch, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, wir fahren hier neben rüber in dieses kleine Wohngebiet hier hinten. Also so eine Art nächste neue Straßenbahnlinie, deswegen sagen wir sagen, wir fahren den hier lang. So als kleine Verbindung auch. So als Umsteigemöglichkeit auch. Moment, wo fährt eigentlich die hin? Aha, mal gucken. Dann würde ich sagen, die folgt hier erstmal. Ah, hier ist diese komische. Ja, dann würde ich sagen, wir fahren. Dann würde sie hier weiterfahren, die Straßenbahn. Über den Bahnhof entlang, hier geradeaus. Hier würde sie dann weiterfahren. Ja, die gerade kommen. Ja, doch, hier kann man dann fahren. Hier ist auch vielleicht ein bisschen besser. Hier lang. Ist eigentlich hier. Ja, hier ist nichts mehr. Hier ist nicht mehr viel los. Hier könnte man später eventuell, was sind auch schon geplant, so eine Art Ringlinie bauen. Aber das hebe ich mir erstmal für später auf. Wir wollen erstmal diese schicke Hotellinie fertig machen. So am Rand entlang. So, wo sind wir denn jetzt? Ja. Hier ist ein bisschen doof, deswegen würde ich sagen, wir fahren hier in dieses Industriegebiet. Das wäre auch für die Arbeiter vielleicht ganz gut. So eine Art Arbeiterstraßenbahn. Kann man hier nicht langfahren? Kann man echt nicht langfahren? Das ist ja doof, da müssen wir doch wahrscheinlich so eine Art Umweg nehmen. Na, hier könnten wir losfahren. Hier am Stadion, hier endet die Straßenbahn. Genau, jetzt haben wir es. Ach, ja. Sehr schön, da fährt sie ein bisschen am Ausbildung entlang. So kann ich schicken. So, einmal hier gedrückt halten und los geht's. Zack, 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 zack. Einmal hier durch. Haben wir noch genug Geld? Ja, 69.000, das reicht locker aus. Hier am Supermarkt vorbei. So, hier nochmal lang. Kann man hier auch hier lang fahren? Schade, ich habe gedacht. Wahrscheinlich müsste man hier eine extra Brücke bauen, oder? Muss überhaupt dieses Stadion? Ist hier keine Direktanbindung? Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir hier eine Art, fahren wir hier lang und machen so eine Art Ringlinie. Ist eine relativ lange Linie, merkt ihr gerade schon, aber na gut. Oh. Nein.
das war halt scheiße. Nochmal. Zack. Rüber. Zack. Hier ist ein schöner Ring. Hier kann man eine Ringlinie bauen. Sehr schön. Einmal hier lang. Sieht ein bisschen ulkig jetzt aus. Ein bisschen kleine Kurvenbahn. Aber gut. Hier einmal rüber. Zack. Und schon haben wir... Haben wir nicht. Moment. Jetzt haben wir... Und schon haben wir unsere kleine Ringlinie fertig. Jetzt müssen wir nur noch unser Haltstein legen. Was machen wir dazu? Ihr wisstet ja schon. Ich habe euch das schon alles erklärt. Wir machen einfach nebenbei den nochmal. Weil irgendwas luxuriöse Straßenhaltstelle ist nicht gerade dazu gekommen. Eine gut ausgeleuchtete moderne Haltstelle mit Glaswänden. Die hohen Wagenschancen werden die auch. Oder nehmen wir die. Ich würde sagen, nehmen wir die. Die haben wir schon am Anfang gehabt. Dann nehmen wir hier. Fangen wir hier an. Hier ist die Ente, hier ist die Schluss. Startbeginn. Dann fahren wir hier los. Hier könnten wir schon die erste Haltestelle machen. Hier rüber. Am Stern auf jeden Fall ist wichtig. Fragt sich nur, wir könnten einmal. Moment, wir könnten einmal hier, Moment, hier ist unsere Haltestelle, dann würde ich sagen, einmal hier und einmal hier, so, damit es schon ausgeglichen ist, dann fahren wir hier runter, diesen langen Weg, wie ich gedacht habe, wir könnten am Industriegebiet, ach, hier hält ja sogar schon, das stimmt ja, aber ist ja egal, hier vielleicht am Wohngebiet noch, ja. So, hier ist ja jetzt nur und hier müssen wir es. Ach, ist ja, ach nee, ist ja doch nicht. Doch, hier ist unsere Haltestelle, dann fahren wir hier lang. So, wo sind wir denn dann lang gekommen? Ja, hier ist der Ring, dann fahren wir hier lang. Fahren also einfach die Straßenbahn hier weiter. Also die genau dieselbe Reihenfolge Linie dann. Hier ist dann irgendwann die Abzweigung. Hier ist die Abzweigung, genau. Dann würde ich sagen, hier eine Haltestelle. So. Na. Nochmal hier, noch nicht. Na, wo war denn das gerade? Da war es doch. Ah, ich gehe mal nämlich auf den Bürgersteig. Deswegen funktioniert das nicht. Ach, du musst dich mehr zusammenreißen. Hier auf jeden Fall. Na halt. Ach, hier ist ja schon. Nee, das zählt ja schon. Grüns heißt ja immer, dass es immer schon angebunden ist. Aber hier könnte man noch. Für die Leute. Für die Kirche zum Beispiel. Auch für die Umsteigemöglichkeiten. Wenn auf jeden Fall hier. Und hier. Hier noch eine schicke Haltestelle. Und hier ist auch schon der Ring, oder? Ja, ist schon der Ring. Würde ich sagen, wir fahren dann einfach hier lang. Hier eine große Runde. Hier. Und dann ist auch schon wieder Schluss. Dann könnten wir hier noch bitte enden. Ja, das reicht. Oder ist es so lang, oder ist es... Nee, das ist zu nah. Ist ja doof. Oh, jetzt habe ich aus Versehen die Schiene abgerissen. Nee, das wollten wir nicht. Das ist doof. Ja. Ich wollte diese Schiene, ich wollte diese Haltestelle abreißen. Wie geht denn das? Ach, wieso funktioniert das nicht? Ich will nicht die Schienen verkaufen, Mensch, Junge. Das merkt das nicht. Was ist jetzt mit einer anderen Haltestelle? Nee. Na, dann lassen wir das so. Ist auch egal. Ich habe jetzt keine Lust, das ewig zu arbeiten. So, dann fangen wir auch gleich an. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder auf Straßenbahn. Neue Linie erstellen. Haltestellen hinzufügen. Dann fangen wir auch gleich hier an. Einmal zack in der Linden-Schmidt-Straße. So, dann fahren wir hier lang. Hier müssen wir ja nicht unbedingt, wir können ja die Haltestelle vielleicht lassen, aber wir müssen ja nicht unbedingt hier eine Haltestelle hinbauen. Ja, das sagen wir schon. An der Blumenstraße können wir nämlich, dann lassen wir die Haltestelle einfach. Gut. So, jetzt fahren wir weiter. Blumenstraße, Kalais-Zistel-Straße. Viktualienmarkt oder wie doch immer das heißt. Hier lang. Dienerstraße. Weiter geht's. Nee, wir wollen ja geradeaus. Schön geradeaus. Pennt schon wieder, oder? Mann, das pennt ja hier unglaublich. Promenadenplatz. Da, wo die Linie 1 auch hinfährt von der Straßenbahn. Pazilienstraße oder wie auch man das aussprechen mag. Moment, das muss ich kurz überlegen. Nee, wir fahren geradeaus weiter. Hier. Bahnhofsterminal, da ist auch deine Umsteigenmöglichkeiten. Dann fahren wir hier lang. Warum ich hier keine Haltestelle gemacht habe, oder? Vielleicht sollten wir hier nochmal Haltestelle. Ja, das kann man ja später sich noch überlegen. Wir fahren jetzt erstmal hier weiter. Cornelistraße. Weiter geht's auf der Georg-Buchele.
Und hier ist auch schon der Ring. Moserachstraße. Und dann geht's ganz schnell weiter zurück. Geh Buchele. Ja, stimmt, hier waren wir schon. Hier ist ja wirklich ein ganz schön langer Weg. Da könnte man wirklich eine halbe Stunde. Naja, ist ja egal. Können wir wirklich noch später überlegen. Dann fahren wir hier weiter. Zack, 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 zurück. Hier wieder. Hier lang, hier lang, hier lang. Das ist ich weiß, dass es wahrscheinlich für euch sehr langweilig ist, immer dieses Haltestellen setzen, aber was soll man machen? So, das geht nur, darum geht es ja in diesem Spiel. Ups, nicht getroffen. So. Darum geht es nun mal in diesem Spiel. Auch zurück muss man das machen. Das ist ja natürlich am langweiligsten. Aber tut mir leid. Ja. Ich würde ja immer bei Unterhaltung halten, deswegen muss ich ja irgendwas sagen. Und, naja, ich hoffe, das ist nicht allzu langweilig jetzt. So, dann fahren wir hier, was wir eine halbe Stunde machen. Ach nee, das war ja der Ring. Stimmt ja. Ups, ach so, wir fahren ja hier. Und dann sind wir auch schon hier. Ihr seht schon hier auf dem Bild, das ist unsere Linie. Schicke Linie, würde ich sagen. Ganz neue, schicke Straßenbahnlinie. Ich hoffe, die wird den Leuten auch gefallen. Ja, da können wir das mal erstmal ausmachen. Und dann gehen wir schon mal auf Fahrzeuge verwalten. Welche hatten wir am Anfang? Hatten wir die oder die? Aktivität, Gestörungsanfälligkeit. Bla bla bla, 24, 30. Was hatten wir denn? Moment, was steht denn hier? Was haben wir denn? S. Aha. S. Ach, die hatten wir. Dann kaufen wir noch hinter ein paar hinzu. So, 6. Und dann schicken wir 4 ins Rennen. Und dann kaufen wir noch 6 hinzu. Das wird erstmal reichen, denke ich. So 4 Stunden können ja später noch nicht. Naja. Nachrüsten. So, dann würde ich sagen, aktivieren wir die Linie. Zielvorgabe erfüllt, wunderbar. Finde ich gut. Erfüllt und dann damit haben wir auch unsere schöne Belohnung 2850. Na wunderbar, das finde ich sehr schön, dass wir auch noch Geld dazu bekommen haben. Hatte ich noch nie in einer irgendwelchen Zielvorgabe. Ja, ist ja egal, ich hoffe, diese Linie wird ein voller Erfolg werden. Wir müssen natürlich ein bisschen warten jetzt, aber die ist ja mal auch was Neues. Tja, vielen Dank. Ich kann es nicht fassen, dass Sie dies in meinen Ursprünglich mit eingezogen haben. Danke für Ihre Hilfe. Aber gern. Es ist auch mal ganz schick. Vielleicht ist es auch gut für die Gäste, das Hotel ist sowieso gut. Kriegt ihr eben mehr. Naja, ihr wisst schon. Wie heißt denn das? Touristen. Ach, ich weiß nicht mehr, was Touristen sind. Aber hier. Ich muss mal kurz gucken. Waren das? Ja, ihr lest gerade schon wieder, hier sind so viele Menschen an den Haltestellen unzufrieden. Das müssen wir am nächsten Teil bearbeiten. Wir müssen ein bisschen aufrüsten. Aber hier, das stört mich hier. Wir müssten, vielleicht könnten wir hier noch irgendwie eine Haltestelle hinbauen. Naja, muss ich noch überlegen. Ich hoffe euch, aber jetzt machen wir erstmal Schluss an dieser Stelle. Ich habe noch wirklich neue, viele Pläne. Zum Beispiel im nächsten Teil, weil ich mir vorgenommen, werden wir ja die U-Bahn bauen. Und ich habe mir schon gedacht, wir machen so eine Art Ringbahn. Einmal so rum. Einmal hier außen rum um den Stadtviertel, so außen, vielleicht in der Natur lang. Ich werde sehen, wie wir das machen werden. Auf jeden Fall werden wir die erste U-Bahn bauen. Ihr könnt mir auch wieder in die Kommentare schreiben, Tipps mir schreiben, wo soll die nächste Linie bauen. Ihr habt ja so ein bisschen schon, wenn ihr die ersten Teile gesehen habt, schon habt ihr schon ein bisschen, naja, den kleinen Überblick über diese Stadt. Und ich hoffe, euch hat auch dieser Teil gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare. Was habt ihr noch mehr für neue Tipps? Also jedenfalls nächstes Mal Ringbahn, die U-Bahn. Das ist jetzt nur mal Ringbahn so. Ja, und vergesst nicht zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal auf Stopp hier. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich sage tschüss, euer Player 1933000 und ja, tschüss, ne? Macht's gut.